Wir sind auf EOS in Mass Effect Andromeda. Unsere erste Mission mit der Tempest, unserem Raumschiff. Ganz schön cooles Ding. Sieht cool aus, jedenfalls, schon, ja. Achso, was ich noch machen kann, ist eben vielleicht die Leute wenigstens noch aufleveln, die ich dabei habe. Das habe ich ja auch so ein bisschen übersprungen. Hätte man da, meinst du, jetzt auch die Dings mitnehmen können? Andere Teammitglieder? Wie hieß die? Vectra? Nee. Vielleicht. Ne, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß. Da habe ich einmal zu viel B gedrückt und hat er sofort gestartet. Ja, Martin drückt Stelle, immer zu viel. Das wäre ganz nett gewesen, wenn er nochmal gefragt hätte, ob ich sozusagen bereit bin jetzt. Weißt du, es war ja einfach. Na egal. Wir haben die Cora und den Liam dabei. Die hat 4 Punkte. Was kann die? Sturmangriff, Nova. Also dieser Biotikerin. Dann Asari mit Schrotflinte ist unterwegs und Schildleistung. Gib mir die Nova ruhig immer mal. Noch, sie hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Maxi. Ja, wenn schon. Ich das Gesicht angucke, ist für Maxi. Weiß nicht, so Leute, bisschen. Die nicht wissen, mit wem wir reden von Maxi, von GameStar oder High Five, je nachdem, woher sie kennt, GamePro. Die sieht der Maxi schon. Schon? Ich erinnert. Schon Gesicht, sie erinnert. Sie erinnert schon. Also sie wenn sie jetzt noch so pinke Haare hätte. So, ich weiß nicht, immer wenn ich sie angucke, muss ich daran denken. Hast auf jeden Fall recht, sie erinnert schon daran. Das stimmt schon. So, ich habe jetzt ein bisschen die Nova geskillt. Coole Sache. Das nehmen wir mit. Und den Liam, was kann der jetzt? Ja, unser Lenny Kravitz hier. Genau, Chaosangriff. Ach, der kriegt das einfach. Richtig, ein Chaosangriff. Er macht das dann einfach schon. Hat ein bisschen was zu tun im Kampf. Kann ein bisschen kämpfen. Was ist denn da oben noch los? Inventar, will ich jetzt auch nicht viel rumtun. Codex, Logbuch, ja. Los Martin geht's. Drückt schon wieder zu schnell. Ich will das jetzt ewig angucken. Hier kann man noch ein bisschen Zeug aufladen. Behälter. Aha. Was? Salarianischer? Das sieht Verstärkungsgut aus. Und es ist neu. Höchstens ein paar Tage alt. Ist etwa noch jemand hier? Vielleicht. Also sie haben schon probiert da irgendwie, ne? Sieht aus wie so ein Stargate fast. Ich fand vorhin, als wir so geflogen sind, dass das wie bei Stargate aussieht. Wir haben doch letztens den alten angeguckt. Mhm. Das sah genauso aus irgendwie. Ja, schon ein bisschen ähnlich. Die Tür wird zwar durch ein Notstromsystem versorgt, ist aber mit einem Codeschloss versehen. Jetzt darfst du jetzt erstmal. Anlage 1 hat individuelle Sicherheitscodes ausgegeben. Jeder Außenposten wird autark verwaltet und stellt eigene Protokolle auf. Sag doch einfach, dass wir sie ohne die Codes nicht öffnen können. Ohne die Codes können wir sie nicht öffnen. Danke. Vielleicht darfst du jetzt knacken. Nee, er meinte schon, man muss Codes finden. Stand eigentlich eben da. Ach so. Kann auch nichts. Ich dachte schon, das hatte man ja auch mal. Das ja, so, das so immer Minispielchen. So ein bisschen, ja. Genau, so herumknacken musste. Gibt's ja öfters. So Minispielchen. Ne? Mal gucken. Du hast bestimmt, das Ähnliche wird es bestimmt auch noch geben. Ich finde es hier gar nicht so übel, solange es nicht stürmt. Diese Analyse liefert uns wichtige Forschungsdaten, Pathfinder. Wenn Sie durch Scans weitere dieser Daten erfassen, können wir neue Technologien und Upgrades für beispielsweise Ihre Waffen und Panzerung entwickeln. Ja, hier könnte irgendwo der Code sein. Das ist in dem Gebiet. Schauen wir uns hier mal um. Ach, hier. Ich habe einen Codeschlüssel gefunden. Yes. Der müsste uns helfen, reinzukommen. Ja, da war's. Ja. Dachte, da wolltest du hingehen. Wir haben heute den ersten Kolonisten verloren. Der Sturm kam wie aus dem Nichts. Lockley hat versucht, unsere Pflanzen abzudecken und dabei den Halt verloren. Er wurde einfach weggerissen. Seine Frau ist noch im Kälteschlaf. Vielleicht weiß ich ja, was ich ihr sagen soll, wenn sie irgendwann wecken. Hast du eigentlich den Wecker gestellt? Also den Timer? Nee. Wir müssen uns noch ein bisschen Timer stellen, sonst verpennt man beim Spielen immer so ein bisschen die Folgenlänge. Sehr gut. Mach ich gerade. Das ist das, was man im Hintergrund immer hört, wenn es läutet. Lock! Botanische Beraterin Allison May. Neuer Eintrag. Was verbirgst du vor mir, Eos? Die Pflanzen weisen sporadisches Hyperwachstum auf, trotz einer Umwelt, die man als Sandstrahler einsetzen könnte. Ich vermute einen elektromagnetischen Auslöser. Ich habe einen Signalempfang, definitiv fremdartig, aber damit kenne ich mich nicht aus. Unsicher, ob bewusst gesteuert, habe Vektor erfasst. Aha. Aha. Jetzt haben wir den Codeschlüssel hinten für die Tür. So feinsinnig, aber gut, das ist ein bisschen Sandstamm, so super feinsinnig sieht es jetzt nicht aus. Ja, da wird schon noch irgendwas anderes sein. Ja, ja, schon. Aber vielleicht kommt ja so ein mega Sandwurm oder sowas. Wie bei Beetlejuice. Die
Die Haupttür wurde mit Energie versorgt. Die Innentüren aber nicht. Für die volle Funktionsfähigkeit der Anlage wäre eine aktive Energierelaisstation erforderlich. Das bedeutet, dass die Antenne auch keine Energie hat. Vielleicht verraten uns die Loks, was mit dem Energierelais los ist. Vielleicht. Nachricht für Nick Taniopoulos. Die Leute hier reden. Sie sagen, EOS wäre nicht lebensfähig, dass es nicht so läuft, wie sie erwartet hatten. Ich finde, du solltest zurückkommen. Ich weiß, was du sagen wirst. Ich habe mich nicht für die Initiative gemeldet, um in einer schwebenden Blechbüchse gefangen zu sein. Und ich verspreche dir, du kriegst ein Abenteuer. Später, wenn sie mehr Zeit hatten, eure Sicherheit zu planen und zu gewährleisten. Ich musste Mom versprechen, dass ich dafür sorge, dass du dich nicht übernimmst, und das mache ich. Denk wenigstens darüber nach für mich und melde dich regelmäßiger. Ich habe schon angefangen, mich wie Mom zu sorgen. Der Nagel an meinem kleinen Finger ist schon abgekaut. Es liegt an dir, ob meine restlichen Nägel intakt bleiben. Hab dich lieb. Nachricht für Nick. Hallo, tut mir leid, Sie erneut zu belästigen. Ich habe vor ein paar Tagen um ein Update zu Lea Waltz gebeten, aber ich habe nichts gehört. Es sieht aus, als wäre die Nachricht gar nicht geöffnet worden. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Bitte antworten Sie so bald wie möglich und sagen Sie Lea, sie soll sich bei mir melden. Okay. Er ist wohl drüber gesprungen, wie es ausschaut. War wichtig. Ich habe ein partielles Lock, kann aber die Antenne nicht einschalten. Etwas blockiert die Energieversorgung. Die Ursache ist eine externe Sperrung. Ihr Ursprung liegt in einem nahegelegenen Energierelais-Turm. Dann sind wir also nicht die Einzigen, die sich dafür interessieren, was hier passiert ist. Sehen wir uns diesen Relais-Turm mal an. 43 Eisen. Ab in die Hosentasche damit. Sender-Optik wollen wir verkaufen. Sandstürme. Strahlung. Geh zurück. Dabei gedacht, uns hierher zu schicken. EOS sah vielleicht damals in der Milchstraße fantastisch aus. Aber aus der Nähe betrachtet, ist es die reinste Hölle. Farthingale sagt mir ständig, ich soll positiv bleiben, damit sich der Rest des Teams an mir aufrichten kann. Aber ich werde einfach das Gefühl nicht los, dass ich hier draußen sterben werde. Ich mag das nicht, wenn Audiologs immer an so einem Platz festhängen. Kann er die nicht sozusagen in seinem Implantat abspielen, dass man weitergehen kann? Die komisch. Reden ja auch immer wieder, dann würde ja alles durcheinander geredet werden, ne? Ja, vielleicht. Ja, glaub schon. Läuft da einfach dieses Teil da um, ne? Bam! Du hast manchmal Sachen, die dich sorgst. Ja, kannst du nicht die Sachen kaputt machen hier. Yay, Überbelichtung. Sehen Sie sich das an. Dieser Ort ist eine Ödnis. Die Strahlung in der Atmosphäre von EOS erzeugt eine lebensfeindliche Umgebung. Kannst jetzt gucken, da hinten sollen wir hin. Es ist auch einiges zu entdecken. Strahlung? Unsere Anzüge schützen uns doch davor, oder? In Anlage 1 gibt es Schildmasten, die das Ausmaß der Kontamination dämpfen. Und was ist, wenn wir uns außerhalb des sicheren Bereichs von Anlage 1 aufhalten? Das wäre nicht ratsam. Ich dachte, du bleibst jetzt hängen an dem Kabel. Ich wollte auch gucken, ob man an dem Kabel hängen bleibt. Kannst ja scannen. Das Fluorid? Ja. Geht sogar, stimmt. Das war der mit diesen drei Wissenschaftlern, ne? Die haben ja darum gebeten, dass du sowas machst. Meinst du, das gehört dazu? Ja. Das kann sein. Ich glaube schon. Ich drauf geachtet. Können wir kurz schauen. Dachte ich jetzt. Mineralien scannen, ja. Ja, aber das ist jetzt, du musst ja da erst wieder hingehen, glaube ich, dass das gesammelt ist. Meinst oder so. Ich weiß es nicht. Werden wir herausfinden, ja. Aber Mineralien sonst jedenfalls. Und Tiere also, okay, das wusste ich jetzt nicht mehr. Und Forschungsdaten kriegt man so durch das Scannen, von daher ist ja, eben. Irgendwie ein bisschen wichtig. So. Vielleicht zählt das erst dann dazu, wenn du die Mission hast oder einen Planeten verlässt. Login, Chefingenieurin Grace Leto. Experte Kotari muss aufhören, sich ausschließlich mit den Monolithen zu beschäftigen und über mögliche Bauer zu spekulieren. Natürlich brauchen wir Denker wie ihn, aber solange dadurch keine Nahrung wächst, kein Wind verhindert und Spezialprojekt Sigma nicht abgeschlossen wird, haben wir im Moment drängendere Probleme. Sein Team untersucht die großen Strukturen und leistet dabei gute Arbeit, aber ich habe seinen Runner trotzdem prophylaktisch markiert. Fahrzeugverfolgungscode Grace Delta 9.
Können wir jetzt das irgendwo eingeben und dann gucken, wo wir. Und schon wieder eins umgeworfen. Alles nehmen. Unglaublich. Lithium. Noch ein Code, so wie der, den wir schon gefunden haben. Was haben wir jetzt überhaupt für Aufgaben hier? Das ist da Energierelaisstation erkunden. Wie erkunden wir die denn? Da ist das Schiff, da bin ich hier, ist ein bisschen rechts davon. Wir sollten innerhalb von diesem Dings bleiben, da, in dieser Zone oder wie das heißt. Ne? Hier ist ein Erinnerungsauslöser. Lebensfähigkeit ist auf 2% gestiegen. Ja, und was verbessert schon. Ja, machst du gut. Ja, weil ich die Sachen umrenne, das verbessert den Planeten. Quatsch. Ja, ich verbessere das. Was haben wir hier? Kann ich irgendwie anzeigen, was das ist? Wegpunkt haben wir jetzt. Was ist das denn? Kommst du erst später hin? Ja, wer muss ja ansagen, was das ist, wenn ich da mit der, wenn ich da den Cursor drüber habe? Manu. Das ist noch nicht wichtig. Alles wichtig. Hier ist ja irgendwo auch die Leiche. Er ist da. Okay. Mineralien scannen sind hier hinten. Ah, okay. Okay, das ist die ganze Karte. Doch nicht das andere, aber ist ja wurscht. Keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, das sind Feinde. Das hier? Oder Alien. Gebäude vielleicht. Gebäude von denen, keine Ahnung. Steine, Relikte, Klopfen, was weiß ich. Erinnerungsquatsch, Mineralien scannen. Okay. Geh erstmal hier hin. Ja. Das ist wichtig. Ja. Dieses Bauwerk da vorne. Was ist das, Sam? Es entspricht dem Profil einer Energierelaisstation, Pathfinder. Sehr gut. Wenn wir sie zum Laufen kriegen, werden die Gebäude vielleicht mit Strom. Sie ist nicht funktionsfähig, Pathfinder. Kein Wunder, nachdem sie so lange ohne Strom war. Wir hatten nicht mit solchen Bedingungen gerechnet. Wie auch. Okay. Ja, wie machen wir sie hier fit? Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Also kleine Windhosen bemerkt man schon, ne? Sieht cool aus, ja. Ist total niedlich. Hopp, hopp, hopp. Was bei dir alles niedlich ist. Das ist cool. Dann war das wohl kein Catschiff. Die klopfen nicht an. Hier sind Leute? Wir dachten, alle wären längst weg. Natürlich dachten sie das. Und jetzt verziehen sie sich. Finden sie ihr eigenes Bergungsgut. Hier ist besetzt. Was? Sie sind also ein Bergungsgutsammler. Haben sie einen Namen? Ich heiße Ryder. Clancy, ich verdiene ehrlich Geld in dem... Moment. Ryder? Wie der Pathfinder? Die Nexus kann EOS einfach nicht in Ruhe lassen, was? Egal, wie oft sie hier unten scheitert. Ich verfolge ein Signal, das EOS helfen wird. Ich benötige lediglich Strom für die Antenne. Ich habe die Energie nicht grundlos abgedreht. Die Cats sind heute auf Patrouille. Wenn sie das Energierelais einschalten, wissen die, dass hier unten noch ein saftiges Ziel am Leben ist. Hä? Das finde ich jetzt gerade ein bisschen. Das ist jetzt ein praktisch ein Plünderer, ein Bergungsgutsammler. Also jemand, wie der einfach. Ich dachte jetzt auch, dass es ein Plünderer ist, ne? Genau, der eiert durch die Gegend und sammelt Bergungsgut ein, weil er es für sich behalten will. Aber was ist denn der Plan? Ist ja nicht so, dass du hier irgendwie Sachen einsacken kannst. Was machst du denn damit? Wo verkaufst du die? Was machst du mit dem Geld? Wo kaufst du? Es gibt doch die einzige Station, die da ist doch die Nexus. Ja, da würde er wahrscheinlich halt zurückkehren, ne? Weiß ich nicht, das ist der Plan, erscheint ein bisschen komisch. Denke ich schon. Von, Na dann. Ist es klüger, sich zu verstecken und zu hoffen, oder ein Risiko einzugehen, das vielleicht die Rettung für den ganzen Planeten bedeutet? Ich erinnere mich an die Zeit, als Leute so geredet haben. Okay, ich aktiviere die Generatoren da draußen. Wenn Sie den Tiger reizen wollen, bitte sehr. Vielleicht ein bisschen geschossen. Bam! Machen wir uns bereit. Sobald wir die Generatoren starten, wird es vermutlich ziemlich ungemütlich. Ach, das passt schon. Die Startsequenz ist fehlerhaft. Manuelle Eingabe erforderlich. Verdammt. Da daneben kannst du es gleich hier. So kann ich einen Zugangspunkt identifizieren, den wir hacken können. Was klappt hier eigentlich oben mal auf diesem Planeten? Gar nichts. Nix. Hä? Wie komme ich jetzt da hin, wo ich hin will? Was soll ich jetzt hier machen? Na, da oben.
Es muss an dem Energiepylonen ein scannbares Interface geben. Scannbares Interface. Möglicher Zugangspunkt zur Generatorensteuerung ermittelt. Ich habe die Position gekennzeichnet. Oben. Der Generator ist aktiv. Gut. Sam, unser Freund Clancy, hat er dem Außenpostenteam angehört? Nein, Pathfinder. Den Unterlagen der Nexus zufolge ist er im Hangar stationiert. Und was macht er dann hier? Spenst er etwa die Arbeit? Vielleicht betätigt er sich ja nebenbei noch als Bergungsgutsammler. Aha. Wir haben Gesellschaft. Und wo? Lass dich überraschen, Martin. Steck, hier hab ich Deckung in alle Richtungen. Wo denn? Wo sind die Cat? Da! Ach, wo sind die? Oh, wo sind die geflogen? Da, dahinter! Da, kommen sie runter! Deckung gehen wir hier. Na komm, zeig dich! Der nächste. Schild ist wieder da. Ha. Sie haben nicht übertrieben, was die Cat betrifft. Die Energierelaisstation ist bereit zur Aktivierung, Pathfinder. Welchen Scheiß scannen zwischendurch? Kannst du rein? Mhm. Da Sonne sind immer cool. Ups, da ist was. Hm. Nimm ich mit. Ja. Universalwerkzeug. Universalgelbehälter. Das ist gut. Ich kann dich heilen. Mit. Ja. Sie haben alle Cat erledigt? Klar, benutzen Sie das Energierelais. Ach was, nehmen Sie sich, was immer Sie wollen. Trotzdem ein kleiner Rat. Wenn Ihr Signal außerhalb des sicheren Bereichs liegt, benötigen Sie eine Fahrgelegenheit. Eine Fahrgelegenheit? Shuttles machen bei diesem Wind keinen Spaß. Sie brauchen Räder. Ich glaube, da steht noch eine Kleinigkeit im Lager. Ich sehe mich nochmal auf dem Außenposten um. Es nur zu finden, wird nicht reichen. Hoffentlich sind Sie klüger als wir. Wir gehen zu unserem Shuttle. Wenn Sie so weitermachen, finden wir bei unserem nächsten Besuch vielleicht nicht nur Bergungsgut. Sie haben nicht zufällig etwas, das wir gebrauchen könnten. Ist ein Händler, ist so ein bisschen. Ja. Passt schon, ich habe keine Lust, den Quatsch mit ihm zu kaufen. Bla bla bla. Energierelaissteuerung. Energie wiederhergestellt. Wir sollten jetzt auf alles in Anlage 1 Zugriff haben, oder Sam? Korrekt. Ich habe außerdem die Quelle des Signals geortet, das wir im Orbit entdeckt haben. Es kommt von einem großen Alien-Bauwerk außerhalb von Anlage 1. Es ist dem sehr ähnlich, welches Ihr Vater benutzt hat, um die Atmosphäre auf dem vorherigen Planeten zu verändern. Das sollten Sie sich vielleicht einmal ansehen. Ja. Das könnte eine heiße Spur sein. Das sollten wir uns unbedingt ansehen. Hört, hört! Noch eine Warnung. Die Strahlungsbelastung außerhalb der Umgebung von Anlage 1 liegt im kritischen Bereich. Ohne zusätzlichen Schutz können Sie nicht weitergehen. Noch ein Grund, um herauszufinden, ob dieses Alien-Bauwerk diesen Planeten verändern kann. Los, wir sollten dieses Fahrzeug finden, das Clancy erwähnt hat. Unser Auto. Lebensfähigkeit. Oh, weil die Stromversorgung wiederhergestellt ist, können wir die Gebäude in der Nähe untersuchen. Auf 7% haben wir es jetzt. Mhm. Gar nicht schlecht. Da stand irgendwie noch, was es noch für Sachen bewirkt hat.
Eine Kalibrierungsspule. Da kann man besser kalibrieren, der Koreaner. Juhu! Das ist das Wichtigste. Das ist super. Der Garrus sich freuen. Der Garrus. Ja. Sein Lebenswerk. Kalibrieren. Container scannen, um ein Fahrzeug zu finden. Atmosphärenstrahlung beseitigen. Ja. Aber welche Container werden wir schon finden? Kann ich auf die Tempest hüpfen? Wie beeindruckend groß sie ist, ne? Yes. Echt jetzt, Ryder? Was denn? Das hast gehört, cool. Der Kalo. Echt jetzt, Ryder? Natürlich echt jetzt. Das ist mein Raumschiff, darf ich drauf rumhüpfen? Ist ja kratzt auch nicht den Lack, bin vorsichtig. Ich würde so lachen, wenn es plötzlich einen Kratzer tatsächlich drin hätte. Ah. Aha, da kann man oben reingucken, hast du gesehen? Für alle Spanner. Ja. Total spannende Sachen passieren. Wenn da mal jemand drin wohnt, vielleicht schon. Sonderanforderung. Geländegängiger Späh-Rover. Ein Nomad. Sechsradantrieb. Jetpacks. Genau das, was sie brauchen. Ich glaube, ich sabbere gerade ein wenig. Das muss Clancy gemeint haben. Die Kiste benötigt einen Zugangscode von einem Aufklärungsposten. Den haben wir Aufklärungsposten schon. Sind Kontrollpunkte zur Notfallversorgung. Mehrere davon befinden sich zurzeit im Orbit. Im Orbit? Ich kann einen anfordern. Suchen wir eine gute Stelle dafür. Aufklärungsposten anfordern. Nicht gut. Ein Aufklärungsposten muss den Zugangscode haben. Wir müssten nur einen anfordern. Okay. Fordern wir einen an. Was ist, wenn du da ins Wasser hüpfst? Stirbst du dann? Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Schnellreise ins Handeln und Aufklärungsposten. Aufklärungsposten, Schnellreise, Nachschub, Schilde, Gesundheit, Energiezellen aufladen, Ausstattung ändern, Nomad rufen, Mineralien finden. Automatisch alle Abbruchzonen hier angesagt, okay. Ey, das sind so viele Sachen hier und kann das einfach mal ein bisschen weniger sieht stressig aus, sein. Als wären die Vorräte des Aufklärungspostens intakt. Lade den Zugangscode für die Nomad-Kiste herunter. Kann ich meine Ausrüstung ändern? Hier kann man sich dann, glaube ich, heilen und aufladen. Kann das Aufklärungsposten-Protokoll initiieren. Das macht automatisch, okay. Was ist das? Koordination mehrerer Einsätze. Ja, passt schon. Wo kriege ich jetzt meinen Code her? Ja, das hat schon gereicht, dass es gelandet ist. Den neuen Container entsperren, Atmosphärenstrahlung beseitigen. Ups, das wollte ich nicht. Muss nur gucken. Vielleicht reicht das schon, dass es hier gelandet ist. Guck mal. Ich glaube ja eher, du musst dann zu dem Ausrufezeichen, aber... Zum Ausrufezeichen? Ja, oder geht's vielleicht? Ah, es geht! Super! Reicht schon. Ausrufezeichen sind vielleicht Abbausachen, die der anzeigt. Wow! Gut, dass ich nicht direkt davor stand. Aber das sieht aber stylisch aus, das Ding. Ja. Bisschen cooler als der Merko. Okay. Upgrade für vertikalen Schub. Jetzt kann man das auch noch... Ich will nicht alles immer noch aufrüsten und verbessern. Ich will einfach mal Sachen benutzen, ohne dass man da alles... Oh Mann. Ist das irgendwas in der Nähe noch? Was ist das hier alles? In den Nomad einsteigen. Okay, was ist das Ausrufezeichen da? Weiß man nicht. Anlage 1 versprechen. Ja, du musst jetzt halt erstmal auch gucken, dass außerhalb dieser Anlage 1 Zone die Atmosphärstrahlung beseitigt wird. Ja, das ist noch schlecht, aber man kann ja natürlich auch mit dem Moped einfach rumfahren. Mal ganz kurz gucken, was jetzt dieses Ausrufezeichen, wo das jetzt wohl ist. Das ist da hinten. Das ist, glaube ich, hier genau oben drauf. Ach so. Oder innen drinnen reingehen vielleicht. Kann man mal gucken. Kann man hier überhaupt rein? Ja. Na sowas.
Das Forschungszentrum des Außenpostens ist noch intakt. Ich informiere die Tempest über diese bedeutsame Entdeckung. Er ist auch ganz aufgeregt. Die Forschung war für die Initiative schon immer von entscheidender Bedeutung. Und wir werden auch hier nicht auf sie verzichten können. Diese Technologie ist der Schlüssel zu unserem Überleben in Andromeda. Sie ermöglicht es uns, Neues zu erschaffen. Es gibt offenbar jemanden, der diese Einschätzung teilt. Dieses Forschungszentrum wurde erst kürzlich zur Überwachung des fremden Signals genutzt. Das gibt uns die Mittel, die Quelle zu finden. Und vielleicht auch den, der sonst noch danach sucht. Seh mal komisch, wer ist denn hier noch alles unterwegs? Das stellt sich erst heraus. Die machen so komische Geräusche, denkst du, die kämpfen und werden angeschossen. So blöd rumhüppen. Neue Bolzen, Abreise. Leitender Vorarbeiter Adriano Fonesca. Habe heute die neuen Bolzen für den Unterschlupf ausprobiert. Nur die Zeit wird zeigen, ob sie auch halten, wenn der nächste Sturm über uns hinwegfegt. Zumindest dürften diesmal die Einzelteile leichter zu finden sein. Shorty will eine Evakuierung zurück zur Nexus und sagt, zu viele Cat, nicht genug Wasser, keine Hoffnung. Lieber verkaufe ich die Vorräte und schlafe an Deck, als noch eine Nacht wach zu liegen und den Stürmen zuzuhören. Kann nicht behaupten, dass er Unrecht hat. Nachdem ich drei Männer durch die Cat verloren hatte, wollte ich auch von hier weg. Aber ich habe ihn gefragt, was ich mich gefragt habe. Was hat die Nexus-Pionieren zu bieten? Ist EOS nicht das, wofür wir uns verpflichtet haben? Doch es ist. Es muss. Ende des Logs. Ende des Logs. Element Zero, nehmen wir mit. Die Forschungsstation ist wieder online. Ich habe eine Liste von Waffen erstellt, die wir mit den erforderlichen Komponenten herstellen können. Was? Waffen herstellen? Da kannst du noch was. Zeug einstecken. Lederumhüllung. Na dann. Haben wir alles aktiviert, oder? Und hier kann man noch was machen. Ach, jetzt könnte ich hier wieder irgendwelchen Quark machen. Pistole, Carnifex, Schrotende Sturmgewehr, Avenger. Drücken Sie X, um mehr über die Materialien zu erfahren, die für die Umsetzung eines Bauplans nötig sind. Da unten sieht man es. Nein, stopp. Materialien erforderlich. Okay. Das linke, das man braucht, oder das linke, was man hat? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Avenger. Wie viel ist die bessere, die Avenger, als meine? Ich vermute mal, das linke ist das, was man braucht. 65 von 10. Was man hat? Aber das ist schon das, was man hat. Ja. Erforderliche Materialien anzeigen, herstellen. Ich will ganz gerne wissen, das ist ein bisschen das Blöde jetzt, um wie viel die halt besser ist als meine jetzige Waffe, ne? Das ist so. Ich will ja nicht irgendwas machen. Du hast einen Vergleich aus. Du kannst ja Vergleich anmachen. Da unten steht Vergleich aus. Ja. Ah, okay. Das habe ich übersehen. Danke. Bitte. So, die wiegt mehr. Was denn zwischen den beiden? Die schießt schneller, hat aber weniger Schaden. Die schießt langsam, hat aber mehr Schaden. Mehr Magazingröße, mehr Maximalisierung, mehr Präzision. Das ist eigentlich ganz cool, die Metoc. 450 und 525. Das lohnt sich eigentlich nicht für den Schadensunterschied. Aber ich lasse es erstmals. Kann ich doch gar nicht entscheiden, was irgendwann wie, wo gut ist. Sammeln einfach weiter Zeug und irgendwann bauen wir uns was. Ich will auch eher spielen, anstatt bauen. So, jetzt können wir in den Nomad noch einsteigen und Atmosphärestrahlung beseitigen. Was haben wir denn hier noch in der... Näher ran. Das ist die Forschungsstation, die wir erkundet. Das ist die Tempest. Da können wir in den Nomad einsteigen. Das ist der Aufklärungsposten nochmal gemacht. Dann fahren wir doch ein bisschen mit dem Auto rum, oder? Ja. Würde ich mal sagen. Direkt einsteigen müssen. So. Der Nomad sollte problemlos laufen, aber prüfen Sie Vor- und Rückwärtsgang, okay? Die Lebenserhaltungssysteme des Nomad können Sie länger vor Gefahren schützen als Ihre Kampfpanzerung, aber nicht unbegrenzt. Der Nomad erleidet Schaden, sobald die Lebenserhaltung verbraucht ist. Halten Sie es RT, um den Nomad zu beschleunigen? Der sieht ja ganz schön cool aus. Ich mag den. So, aktuelle Zonenstärke nicht in Zone. Bergbau, Computer ein, aus. Aha. Da sieht man anscheinend, was in der Nähe vielleicht ist. Bergbau, Drohne starten.
Drücken Sie B, um irgendwas zu verlassen. Steigen aus? Ja. Okay. Manche von den Tooltips verschwinden relativ schnell, wenn man gerade was anderes sich anguckt. Das ist ein bisschen blöd. Mit X, also mit A mache ich glaube ich einen Sprung. Ja, genau, mit X gebe ich so einen Beschleunigungsstoß. Was ist LB? Was ist das? Ob es ein Lowrider-Modus ist? Tiefer legen, höher. Ja, anscheinend. Ich glaube, das ist für das Gelände halt, ne? Je nachdem, wie das Gelände ist, halt vielleicht so. Ja. Fahren okay. So, wohin wollen wir jetzt überhaupt? Da hinten irgendwo hin. Kannst es ja sonst markieren. Auf der Karte. Dann wird die Wiederherstellung von Gesundheit, Munition und Energiezellen. Hier geht's jetzt raus aus dem gesicherten Bereich. Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Auf der linken Seite sieht man halt die Lebenserhaltung, ne? Ich kriege keine Bodenhaftung. Es ist zu steil. Schalten Sie auf Sechsradantrieb um. Dann kommen Sie sofort auf. Das ist ein Viech. Okay, jetzt hat er irgendwas angezeigt mit diesem Geländemodus, was er danach wieder weggenommen hat, leider. Man muss auf 6 runter. Ja, genau, sollte ich gerade gucken. Mit dem so komme ich jetzt nicht hoch. Mit dem Umschalter komme ich hier hoch. Okay. Dachte ich mir, dass es irgendwas mit dem Gelände zu tun hat. Schon, aber vielleicht ist der Tool immer so schnell verschwindet. Kaputt machen! Das hat dich angegriffen! Noch da! Ich will es kaputt fahren. Geht nicht. Viele. Ja, mach was! Hau ab. Ich hab's. Das Signal kommt von dem Bauwerk da vorne. Ah, das ist ein bisschen geschützter Bereich. Was ist da? L1, um den Nomad zu verlangsamen. Das ist Bremsen, nehme ich mal an. Dass du nicht irgendwo reinkrachst. Okay. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ich bin kein Fan davon, wie gesagt, dass manche Tooltips so schnell verschwinden. Hier tiefer legen. Steigen wir mal aus, oder? Ja. Aha, aha, aha. Naja, die Karre ist ganz cool. Aber kann nicht schießen. Oder zumindest jetzt noch nicht. Ich kann noch ein Gewehr draufschrauben, das ist ein bisschen verbessert. Aber sonst mag ich's. Fällt sich's besser als der. Das fuhr sich ja ziemlich gut. Okay. Im dritten Teil ist man ja auch mit so einem Bodenfahrzeug oft unterwegs gewesen. Das ging auch ganz gut. Das stimmt. Das ging jetzt ja auch eigentlich ganz vernünftig. So, dann würde ich sagen, ich orte Tech der Initiative in der Nähe von über uns. Ich seh's, da oben bei dem Teil mit dem Gerüst. Aha, aha, aha. Genau, wollte ich gerade sagen, wir machen eine kurze Pause und erkunden in der nächsten Folge mal das Gebiet hier und was da oben los ist. Sieht ja sehr interessant aus. Die wollen schon gar nicht mehr warten, aber ihr schafft das schon noch. Kurze Pause, dann geht's weiter. Bis dann. Bis dann.